Und Feierabend. Und jetzt müssen wir hier dringend abhauen. Ciao. Au, nicht alle schießen. Lass mich hier weg. Genau, immer schön weiterlaufen. Immer schön weiterlaufen. Aua, aua. Trefft nichts, trefft nichts. Trefft mich niemals. Okay, sie treffen mich vielleicht schon irgendwie. Aber wir kommen schon weg, wir kommen schon weg. Keine Panik auf der Titanic. Boom. Der Aufstieg des Assassinen. Sequenz 11, Erkundung 2. Meisterliche Sarkoletten-Armschienen haben wir gekriegt. Da würde ich doch gleich mal Anpassung ansehen. Vielleicht sind die ja richtig gut. Oh, die machen uns weniger Gesundheit als unsere jetzigen. Und das andere kostet aber alles einen Haufen Geld. Die ist für Fernkampf gut. Ach, wisst ihr was? Wir behalten einfach die wir jetzt haben. Wunderbar. Fortfahren. Shit. I'm on it. 2 seconds. Hey, we're close, initiate. Arnaud and Germain had some kind of confrontation within the next few months. But we don't know where or how it ended. We're counting on you to find out. Got it. The portal's open. If all goes well, this is your last force migration. Yeah, and if it doesn't go so well, you could go into hippocampal shock and take your meals through an IV for the rest of your life. Let's not Super. Dwell on that, shall we? Alles klar, ich find's schon, ich find's schon. Keine Panik. Alter, weiter, weiter, weiter. Das Ding verfolgt mich ja, sehe ich gerade. Dann rennen wir jetzt einfach mal über die Straßen ohne Kletterexperimente. Ein bisschen Musik wäre nicht schlecht, tatsächlich, um das... Immer, ich... Echt, wenn wir so irgendwas machen und ich summe dazu eine Musik, so eine peitschende, ist das wahrscheinlich mein Unterbewusstsein, was mir mitteilen möchte, hey, wäre nicht eine Musik geil im Hintergrund? Warum sie das hier manchmal verpasst haben, ich weiß auch nicht. Genauso in dieser Szene, in der Elise diese ganzen Revolutionäre anschleppt. Dieses Wegrennen, das ist ja eigentlich eine unfreiwillig komische Situation. Warum da nicht einfach Musik dazu gespielt wurde, frage ich mich. Aber gut, ich glaube, der letzte Handlanger von Germain ist tot. Jetzt wurde bloß gerade Robespierre vorgestellt in dieses ganze Malheur. Also würde ich mal sagen, werden wir den auf jeden Fall erstmal töten. Vielleicht kann der uns den Aufenthaltsort von Germain verraten. Das Ding ist auch, wir sind nicht in Paris, wir sind immer noch in Marseille. Und Robespierre ist, glaube ich, hier noch der Einzige, der in Marseille ist. Ja, echt? Ich darf nicht draufspringen? Ich muss von dem Hausdach aus runterspringen? Oh oh. Digga! Ah ja, ich hab's nicht mehr geschafft. Na gut, schade. Oh, das war scheiße, knapp. Schade, ich habe gedacht, ich kann da halt einfach so dran laufen und dann funktioniert das. Damn it. They're on to us again. It's not best time, is it? I'm on it. 2 seconds. Okay, we're close, initiate. Arnaud and Germain had some kind of confrontation. Ja gut, ihr hättet mich jetzt auch einfach nach dieser Konversation hier starten lassen können. We're counting on you to find out. Got it. The portal's open. Wunderbar, dann haben wir da jetzt hin. Ist ja kein Problem. Ja, wenn alles gut geht. Ja, jetzt. Malen wir mal nicht schwarz. Wir kriegen das schon hin, Kinder. Wir müssen hier bloß schnell hochklettern diesmal. Schnell hochklettern. Nicht in Etappen hochklettern. Schnell hochklettern. Okay, die Frage ist, wo kommen wir jetzt hin? Ins Paris der Zukunft? Womöglich? Hoffentlich nicht wieder im Zweiten Weltkrieg. Da ist es sehr ungemütlich. Wo bin ich denn jetzt? Sieht alles sehr nach Neuzeit aus. Weiter geht's. This might look familiar to you. We're back in medieval Paris, late 14th century. Oh shit. You're outside the city walls now. I suggest you find your way back. Ja. Und wo gehe ich jetzt hin am besten? Erstmal hier runter in diesen Tempel. Oh, finden wir jetzt vielleicht das Edenschwert und so? Hallo? Oh, ein toter Templer. Tote Templer ohne Ende.
Schwupps. Hallo? Und hier durch. Ih. Jetzt habe ich schon gedacht, ich bin in den Tod gesprungen. Ich habe gedacht, da ist irgendwas zum Festhalten. Scheiße, was sind wir denn hier? Grabkammern. Ich glaube schon, dass das hier diese Grabkammer sein können, wo der das Edenschwert dann so versteckt hat. Hallo? Was ist da vorne los? Da vorne wird einer verprügelt. Die hier sind alle tot. Das müssen wir uns aus der Nähe anschauen, Kinder. Was ist hier vorne los? Was macht denn ihr hier? Hör auf, den Mann zu verprügeln. Ist hier nicht irgendwo lang? Ich glaube nicht. Das war bloß, um das hier anzugucken, oder was? Hm. Und lässt er mich jetzt wieder hochklettern? Ja, okay. Wenigstens was. Ich habe gedacht, ich muss da hin. Das war auch so im Fokus irgendwie. Moment mal, wo komme ich denn hier am besten hoch? Ah. Ah. Muss ich hier? Nee, so rum geht's ja gar nicht. Genau, okay. So rum geht's auch nicht. Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Muss ich vielleicht runter? Ah, 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 ja, okay, okay, okay. Mal in die ganz andere Richtung gucken. Was ist denn hier los, Kinder? Was macht denn ihr hier? Scheiße, kann es sein, dass ich diesen Tempel hier in der Neuzeit finden muss, um rauszufinden, was hier passiert ist und dass hier alle Fragen zusammenlaufen, beziehungsweise alle Antworten? Nicht so. Keine Sachen auf mich schmeißen, Kinder. Das ist unfair. Okay, okay, okay. Wow, das ist echt ein imposanter Tempel. Oh Gott. Ich feinde ihn ja schon. Oh, da vorne ist er, oder? Hallo? Hui. Hui. Na komm schon. Und raus. Wow, wo sind wir hier? Scheiße. Ich muss den Exit finden. Kann mir irgendjemand helfen, den Exit zu finden? Hui. Schwupps. Okay, es fällt echt so ein bisschen auseinander. Und hoch. Wow, was ist hier los? Abgebrannt. Hallo. Okay, das wird, glaube ich, nicht so einfach. So, und ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ich glaube, wenn ich da jetzt einfach so versuche, drauf loszurennen, kriege ich ein Problem mit dem Spiel. Ah ja, gut zu wissen, reicht nur einmal. Wir halten einfach nicht an. Oh Gott. Eins davon hat mich doch erwischt. Frau, du machst dich gerade genauso unbeliebt wie Elise zu ihrer besten Zeit. Okay, wir schaffen's. Ja. Da hinten ist der Notre Dame. Wenn auch nur in einer Mid-Map. Man kann es richtig sehen, dass es nur ein Bild ist. Aber ich glaube, um diese Festung wird es dann jetzt gehen. Die Bastille. Es war tatsächlich die Bastille. Nun gut. Okay, Initiate. Let's finish this. You're almost home. Camp de Mars. Das ist quasi ein Camp mit Zelten auf dem Mars. Deswegen ist hier alles so rot. Things have changed a great deal since you left Paris. A great deal to be set right. And we're no closer to finding Germain. That's not entirely true. I have a name. Who? Robespierre. Robespierre.
wahrscheinlich mittlerweile der neue König von Paris. Beziehungsweise Frankreich. Robespierre. Okay. Dann würde ich da mal vorschlagen, warum da immer noch markiert ist, habe ich keine Ahnung. Wir ziehen das jetzt durch, Kinder. Wir halten uns jetzt gar nicht mehr mit irgendwas anderem auf. Der Schuh drückt mächtig. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf die Hauptmission und reißen das Ding hier. Wir retten Frankreich, wir revolutionieren die Welt. Wir führen die Demokratie ein. Sie kennt 12 Erinnerung 1. Das höchste Wesen. Robespierre ist die letzte Verbindung zu Germain, diskreditiert ihn und macht ihn angreifbar, um so den Großmeister aus seinem Versteck zu locken. Robespierre. He's declared today a festival of the supreme being. A paean to the virtue of the nation and the citizens' duty toward it. Why does that sound familiar? As far as Templar doctrine goes, it's a loose interpretation. Okay. We'll never get close to him in the middle of all this. We'd best retire and wait for a better opportunity. Still thinking like an assassin? This time, I have the plan. Oh? And what would that be? Think like a Templar. Think like a Templar. Nee, kann ich jetzt noch nicht so viel mit anfangen. Aber ich glaube, am besten wäre es, wenn wir Robespierre, der anscheinend doch der König ist, der Neue, dem Volk vorwerfen, ne? Bravo, ja, ich finde es auch bravo. So weit reinkommen, warum alle weiß angezogen sind, frage ich mich. Hat er das so gefordert wegen dem Feiertag oder sind weiße Klamotten Feiertagsklamotten oder? Who knows? Warum dürfen wir hier einfach so reinlaufen? Hallo, guten Tag. Nicht wundern, dass ich schwarz angezogen bin. Feiertage sind nicht so meins. Aber das Fundstück hätte ich gern. Na gut, ich hätte es nicht gern. Vielen Dank. Feuerwerk am helllichten Tag. Das nenne ich Geldverschwendung, vor allen Dingen in eurer Zeit hier, Kinder. What now? Robespierre is unassailable. He's got half the guard out in force. We'll never get within 10 yards of him. Just what I said. But he's not as popular as he was. The Purgers, the Supreme Being cult. If we can discredit him, he's finished. Massive public spectacle is the perfect venue. Exactly. Paint him as a dangerous lunatic and his power will evaporate like snow in April. But we'll need some convincing evidence. I have an idea where to start. You coming? Meet me after. I have my own arrangements to make. No. Na klar. Dann immer verziehen in irgendeiner Ecke verkriechen und mich die Arbeit machen lassen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, was sollen wir da vorne machen? Wir sollen ihn also eher weniger töten. Wir sollen ihn tatsächlich richtig diskreditieren. Das ist alles, was wir machen sollen. Zeigen, hey, Leute, der Typ ist sich wert. Guckt euch die Witzfigur mal etwas genauer an. Das ist alles, was wir machen sollen. Und der da vorne steht, der könnte ein Problem werden. Okay, da vorne ist einer. Da sind auch zwei. Oh, shit. Okay, das will ich nochmal machen. Sorry. Keine Ahnung, jetzt standen schon wieder in allen Himmelsrichtungen standen Leute, die mich angreifen wollten. Das war jetzt irgendwie komisch. Ich wusste jetzt schon wieder nicht, wo ich mich verstecken soll. Tja, ich will aber niemanden töten. Ich würde gern schleichen. Ich will jetzt hier echt keinen Massaker anrichten. Aber wie machen wir das? Da läuft auf jeden Fall einer im Kreis. Mehrere laufen da im Kreis. Wie komme ich also zu diesem Punkt? Da stehen auch zwei Leute. Das heißt, da komme ich auch nicht einfach so ran. Scheiße, hier stehen echt viele Leute. Ich glaube, ich sollte von der Seite hier nicht an das ganze Ding rangehen. Da oben auf dem Wachturm sitzt nur ein normaler Typ. Muss ich doch vielleicht töten? Muss ich zu einem tödlichen Werkzeug werden?
seinem tödlichen Werkzeug greifen. Sperrgebiet betreten. Über den Baum kann ich da was erreichen? Nee, eher weniger. Okay, der hier vorne ist jetzt eigentlich kein Problem mehr. Aber die, die sich da unterhalten, die machen mir ein bisschen Sorgen irgendwie. Und die werden auch sehen, wenn ich den Typen da absteche, der hin und her läuft. Das ist ziemlich scheiße. Genau, geht da lieber mal hin und guckt euch das an. Dann könnt ihr mir auch gleich aus dem Licht gehen. Jetzt kommt der da wieder zurück natürlich. Hervorragendes Timing. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kann ich mir den einfach wegsnatchen. Oder auch nicht. Und kann stattdessen... No! Okay, dann seid ihr jetzt halt alle tot. Wieso ziehst du auf mich? Du siehst mich doch nicht mal. Wow. Okay, ich habe echt einfach einen beschissenen Einstiegspunkt, glaube ich. Okay, ich habe einen richtig beschissenen Einstiegspunkt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Okay. Was soll man machen? Dann also vielleicht doch mal von der ganz anderen Seite. Hört doch auf, ihr tanzt. Euch breche ich liebend gern auf. Getanzt wird hier nicht, Kinder. Okay, wo finde ich einen Einstiegspunkt in dieses ganze Gesülz? Toll. Das ist wunderbar, dass die hier stehen. Aber hier bin ich auf jeden Fall wesentlich näher an meinem Ziel dran, wenn ich hier rübergehe. Was ist hier das Problem? Was ist hier das Problem? Ich bin verschmolzen. Ihr seht mich nicht. Ich bin einer von vielen. Okay, das fühlt sich gerade nicht richtig an, was hier passiert. Nicht weglaufen. Ich bin einer von euch. Scheiße, da sind immer noch vier. Ganz ruhig, niemand will euch was. Niemand sieht mich. Soll ich dir sagen, wo ich bin? Wo sind deine Kollegen hier? Keiner mehr. Das heißt, der könnte einfach so sterben. Wow. Der ist tot. Tue ich euch vielleicht einen Gefallen, dass ich die ja alle gerade töte? Weil ihr seid so... Ihr nehmt das alles so gut an. Irgendwie. Sind hier noch welche? Nee, hier sind wir an einer guten Position. Jetzt bloß nicht abkacken. Und dann könnten wir hier echt was reißen. Hui. So. Und wenn ich jetzt hinter die da komme, habe ich es doch eigentlich, oder? Ah, nee, da vorne steht noch einer. Mist, Mist, Mist. Und die zwei da vorne sind ein Problem. Aber das sind noch die einzigen. Eigentlich könnte ich die auch mit einem guten platzierten... Nein. Okay, und jetzt sterbt mal alle fleißig. Ich wäre sehr verbunden. So. Das war's dann auch schon. Und jetzt haben wir unsere Ruhe, oder? Theoretisch. Let's see. Incriminating evidence. Publiciste de la Révolution française. The day after Marat died. Okay, also ich lese jetzt mal nicht, was das hier ist. Dass er kein verkleideter Royalist sei, ist. Gucken wir uns lieber mal noch weiter um. Ja, allerdings. Sind wir hier? Ein Brief. Monsieur, as you have been the savior of the Republic,
I beg you now to be my brother's savior as well. Even now he languishes in prison, arrested by patriots more zealous in their heroism than careful in their methods. No warrant for André's arrest was ever issued, and yet he remains imprisoned in Saint-Lazare under suspicion. I pray you do not recall my brother's writings in the Journal de Paris, coming as they did from an intemperate poet's heart. Rather, I beg you, if my own humble skills have been even the smallest of aid to our glorious revolution, spare my brother. In his writings, I see the burgeoning of France's greatest poet, a light that will shine for all time. Yours in patriotism, Marie-Joseph Chenier. Okay, ihr habt mitgelesen. Hoffentlich. Hilft uns das was? Also flehen, dass sein Bruder nicht hingerichtet wird? Ich glaube, das reicht uns immer noch nicht. Ja. Okay, was haben wir hier? Ein Buch. Merlin, Tallien, Bourdon. These are all deputies of the National Convention. Lists of political figures written in the hand of a man fond of sending his rivals to the guillotine. Yes, these should do nicely. Yo. Muss ich bloß einen stillen Weg wieder raus aus dem ganzen Ding hier finden. Und zwar hier lang. Das weiß ich auch nicht, was das war. Tut mir leid. Darf ich hier lang? Nee, ich darf mich ja hier gar nicht aufhalten. Ne? Ich muss jetzt vielleicht wieder hier so ein bisschen hier hinten rumfinden, meinen Weg. So, ein bisschen in die Menschenmenge rein verschmelzen. Und hier bin ich wieder auf Boden, auf dem ich mich bewegen darf. Okay, da gehen wir mal wieder vor. Vielleicht hat uns ja... Ganz vorsichtig bleiben. Ganz vorsichtig bleiben. Wieder in der Menge verschwinden. Genau, wunderbar. Okay, jetzt wird der Typ hier gleich mich sehen, wenn ich über den Zaun klettere vielleicht. Nee, wird er nicht. Wunderbar, das hat ja gut funktioniert, der Weg wieder zurück. Tja, und wie machen wir das jetzt? Wie verkünden wir das? Hat jemand ein Megafon dabei? Elise vielleicht? War das, was du erledigen wolltest hier? Elischen? Hallöchen. Well? List of names. 50 or so deputies of the National Convention. All written in Robespierre's hand and all opposed to him. I imagine those good gentlemen would be quite interested to know they're on that list. But first... Monsieur Robespierre brought his own refreshments. Distract the guards. I have an idea. Distract the guards? Right. Okay, die will das mit Durchfall... Halt die Klappe. So. Alles vergiftet. Jetzt muss der da vorne sterben. Nein, immer zu spät. Oh Mann, jetzt habe ich sie alle an der Backe. Ah, gut. Gut zu wissen, dass ich schon fast tot war. So spielt sich's halt ohne Hart. Ach, Kacke. Okay, diesem einen muss ich... Wenn ich gleich mal aufgepasst hätte, wo der herkam, dann hätte ich den ja silent umknipsen können. Dann gehe ich einfach zu ihr zurück, warte, bis der wieder mit dem Rücken zu mir steht, dann kann ich den auch wieder silent umknipsen. Also so schwer ist das jetzt gar nicht. Hier zum Beispiel. Zack. So, die fängt da jetzt an und der erste kam von hier. Ich hoffe, dass das... Ja, da ist er auch schon. Ça c'est Baffion, de Le Chanson, de Marc Prend.
Le Fort Merde Merde. Und dort. So, der sagt nichts mehr. Warten wir mal, was der Typ hier vorkommt. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht, wenn ich hier stehe. Na komm, lauf ein Stück weiter. Na komm. Stell dich mit. Oh. Oh, es kommen noch mehr. Digga, geh doch mal weiter zu... Scheiße. Wen nehme ich jetzt zuerst? Die zwei hier? Der geht ja erstmal hoch, oder? Geh erstmal die Dinge hoch. Oh, fuck. Komm schon. Weiter vergiften. Kann der immer noch abwehren, wenn er nicht sieht. Okay, diesmal sterbe ich. Nein! Halt an! Lass dich doch erwischt! Na klar, lad erstmal deine Scheißwaffe nach! Ach so, sie hat's schon geschafft, oder was? Nee, hat sie nicht. Schießen! Er lädt schon wieder nach. Komm schon! Warum das immer so verzögert, wenn er diese Rauchbomben werfen will? Dann drücke ich immer mehrmals und dann schmeißt er drei, ehe es das erste Mal geworfen hat. Das ist echt scheiße. Na klar. Oh Junge, stirb. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Wie halten die denn noch alle aus? Warum die halt nicht Elise angreifen, frage ich mich gerade so ein bisschen. Okay, der ist tot. Jetzt sind wir hier vorne. Tot. Ah, ist nur noch einer übrig. Oh, ich habe keine Heilung mehr. Komm schon, stirb. Okay, wunderbar. Das war nicht ganz so inkognito, aber naja. Monsieur Robespierre brought his own refreshments. Distract the guards. I have an idea. Distract the guards. Alles klar, du behindertes Fickspiel. Jetzt mal ohne Witz. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Ach, die geht jetzt woanders hin. Nee. Jetzt mal ganz ehrlich, wofür habe ich die jetzt alle getötet? Warum kannst du mir nicht einfach sagen, fehlgeschlagen? Warum muss es mich das alles machen lassen? Das müsste mir echt mal. Ist halt völlig, völlig Banane eigentlich. Tot. Bist du fertig, junge Frau? Ach so, du bist noch dabei. So lange hat das jetzt gedauert? Ah, sie rennt weiter. Wunderbar. Und sie rennt in ein öffentliches Gebiet rein. Dann haben wir das wohl geschafft. Wunderbar. Sprechen. Kriegen die jetzt Durchfall? How did I get? Causes hallucinations. This will make him look mad. Now we have to make him look dangerous. The list of names. It must fall into the right hands, anonymously. If our involvement gets out, it'll tip Jarmet off. Leave that part to me. Tja, und wem gebe ich's? Platzieren. Ah, okay. I understand. Aber jetzt vielleicht freie Bahn? Oh, der ist weg. Moment mal, hier war doch gerade ganz nah. Ach, der hier. Und bitteschön. So, jetzt den hier vorne. Ich hoffe, da sind jetzt nicht noch mehr von diesen komischen Typen.
Beziehungsweise, ich habe jetzt nicht so viel mannschaftliche Gegenwehr. Oh damn, ich darf hier nicht sein. Sperrgebiet? So, der hat's nicht gemerkt. Hier bin ich auch weg. Einer noch. Dann ist Robespierre weg vom Fenster, ohne dass wir irgendwie unsere Hände mit Blut beschmutzen mussten. Ja gut, was auch nicht so ganz stimmt, aber was auch immer. So. Hier sind wir wieder in der Menschenmasse. Der hier vorne soll's kriegen. Okay, der hat mehrere von seinen Gorillas mit. Schwupps. Wunderbar. It is wisdom above all that our guilty enemies want to drive from the Republic. To wisdom alone does it belong to consolidate the prosperity of empire. Being a list of enemies of the revolution. Half a hundred names here. Robespierre's gone too far this time. That set the fox in the hen house. Pity the hens. Now what? We wait. It won't take long. Once Robespierre has lost the support of the people, he'll be no more use to Germain. And when Germain abandons him... He's vulnerable. Let's go. Boom! Geschafft. Das höchste Wesen. Elise darf nicht entdeckt werden. Ja, das haben wir leider nicht geschafft, aber das Spiel hat da in dem Moment auch komisch reagiert. Aber gut, weiter geht's.